Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei über 170 Teilnehmern, auch wenn die Zahlen noch weiter hochgehen. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Session von Break and Create der Publicis Group Deutschland. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Es geht darum, dass wir über verschiedene Transformationsthemen sprechen. In der ersten Runde ging es darum, Transformation im Kontext von Retail und E-Commerce. Heute möchten wir mit euch über das Thema sprechen, Massenkommunikation versus Hyperpersonalisierung. Wir haben ein großartiges Panel, dem wir gleich die Bühne freiräumen. Wir sind zwei Moderatoren. Das eine ist der Uwe Roschmann, Managing Director der Digitas Pixel Park. Und die andere Moderatorin spricht bereits, das ist die Katja Reis, COO bei der Publicis Media. Genau, wir machen aber nur das Framing für unsere Panel-Teilnehmer. Da begrüßen wir zum einen die Miriam, Dr. Miriam Jentschke, Head of Brand Equity bei Bosch Siemens Hausgeräte, mit tatsächlich Sitz in München, was aber virtuell tatsächlich aktuell keine Rolle spielt. Das Zitat, was sie vorab in die Runde gegeben hat, ist: Consumer Goods werden selbst zu Kommunikationsplattformen, die eine persönliche Kundenansprache in der Nutzungsphase erlauben. Herzlich willkommen, Miriam. Oh, servus. Dann haben wir den Uli dabei. Ulrich Klenk ist Chief Brand Officer bei der Deutschen Telekom und Uli sagt, zu viel Verstand ist nicht zwangsweise gesund. Bitte vergesst nicht, dass wir mit Menschen reden. Kommen wir bestimmt noch zurück. Hallo Uli, schön, dass du dabei bist. Guten Tag, freue mich. Und dann haben wir noch dabei die Margret. Margret Dreyer ist Leiterin Marketing Privatkunden bei der Postbank. Und sie sagte, geht es wirklich um entweder oder. Entscheidend ist die Aufgabenstellung, dann kann ein entschiedenes sowohl als auch genau die richtige Lösung sein. Herzlich willkommen, Margret. Hallo zusammen. Wir werden jetzt ungefähr 45 Minuten gemeinsam Themen besprechen und diskutieren. An alle Teilnehmer in der Runde, alle Zuhörer, wir haben die Q&A-Funktion, ist geöffnet. Bitte werft Fragen rein. Wir werden am Ende ein Wrap-up machen und die Fragen auch beantworten. Wir werden es nicht zwischendurch machen, aber wir werden uns auch im Nachhinein Zeit nehmen, auf die verschiedenen Fragen einzugehen und euch entsprechend auch Antworten zu geben. Und natürlich können wir das auch im Zweifel nachher noch, was wir heute nicht schaffen, können wir trotzdem auch nachher noch entsprechend nachfassen, nachschärfen, wenn der entsprechende Bedarf besteht. Also würde ich sagen, wir steigen entsprechend in die Diskussion ein zum Thema Massenkommunikation versus Hyperpersonalisierung. Das machen wir sehr gerne. Margret, vielleicht möchtest du einstarten und wir grooven locker rein. Massenkommunikation versus Hyperpersonalisierung. Was ist besser? Wofür habt ihr euch entschieden bei der Postbank? Wir entscheiden uns gar nicht, weil diese Begriffspaare machen es natürlich irgendwo anschaulich, welche Probleme wir so tagtäglich zu bewältigen haben. Auf der anderen Seite, ich hasse es mittlerweile, dass wir ständig Diskussionen ausgesetzt sind, die Dinge auf die Spitze treiben, die Entscheidungen verlangen, obwohl doch eigentlich nicht die Wahrheit klassisch in der Mitte ist, sondern eigentlich die Verbindung dieser Themen, das Gebot der Stunde ist. Ob ich jetzt sage, Massenkommunikation, Klammer auf, alt vielleicht, versus Hyperpersonalisierung, schlau und neu vielleicht, oder ob ich sage, Brand versus Performance, oder ob ich sage, Purpose versus Profit. Also mir gehen diese Diskussionen mittlerweile auf den Keks, weil ich mich gar nicht entscheiden mag. Ich glaube, wir sind uns alle einig, hoffentlich. Wir sind uns alle einig, dass eine starke Marke eine Grundvoraussetzung ist, um kurz-, mittel-, langfristig tatsächlich auch Abverkauf und Umsätze, Customer Loyalty abzusichern. Auf der anderen Seite merken wir gerade in Corona-Zeiten, vielleicht jetzt nicht wir drei für die Branchen, die wir hier repräsentieren, aber wir merken, wenn du kurzfristig deinen Umsatz nicht halten kannst, dann hat dein Unternehmen gar keine langfristige Perspektive mehr. So, und von daher ist es für mich nicht ein Entweder-Oder und vor diese Frage möchte ich auch von Agenturen gar nicht gestellt werden, sondern ich frage eher zurück, wie kriegen wir das denn hin, dass wir das möglichst gut und intelligent miteinander vernetzen und alle zeitlichen Perspektiven haben.
Denn wenn ich intern die Frage beantworten muss, wenn ich mit COOs zusammen bin, wenn ich mit Sales-Leuten zusammen bin, dann ist die Antwort relativ klar. Das, was am schnellsten den Kick in die Umsätze bringt. Das tut vielleicht nicht immer so der Marke gut, aber ich kann ja die Augen vor diesem Druck auch nicht verschließen. Und von daher müssen wir irgendwas finden, was das tatsächlich, ich wiederhole mich, schlau miteinander verbindet. Vielleicht können wir das direkt an den Uli weitergeben, weil ihr habt ja auch für 5G eine Kampagne gemacht. Das ist, ich sag mal, Magenta für die Masse. Aber dennoch, auch die Kampagne war ja eine Kombination sowohl aus Personalisierung und auch Massenkommunikation. Wie ist da deine Erfahrung und wie kann man auch Vertriebsziele bedienen, die ja doch oft auf Massenkommunikationsziele eher gucken? Wie viel habt ihr da bewegen können? Also als ich in die Telekom reinkam und mir meine Gedanken vorher gemacht habe, habe ich gedacht, die große Prämisse muss sein, N gleich 1. Das heißt, ich muss die Organisation so umbauen, dass ich einen einzelnen Menschen ansprechen kann mit einer für ihn maßgeschneiderten Botschaft. Also das Diktat der Performance, also richtiger Mensch, richtiger Kanal, richtiger Zeitpunkt, richtiges Thema, richtige Überzeugungsstrategie. Und davon bin ich in Stücken weggekommen, weil ich eigentlich nur noch in großen Marken-TV-Abstimmungen rumhänge. Ich bin wirklich, das Thema Brand ist bei der Telekom als Markenführung tatsächlich eben auf den tradierten Kanälen eingestielt. So funktioniert das aktuell. Das heißt, man fragt mich, okay, auf der großen, also auf der TV-Ebene, wie kann dann so ein Film aussehen? Hast du Lust, da mitzumachen? Wie sieht dann das Branding aus? Und das ist hauptsächlich das klassische Above the Line. Und da habe ich eben gemerkt, oh, okay, alles klar, ich kam mit einem ganz anderen Anspruch eigentlich rein und bin jetzt dabei, die Themen miteinander zu verknüpfen. Und habe da Mitstreiter gefunden, um im Endeffekt eine Organisation zu bauen, die am Ende des Tages N gleich 1 spielen kann, die aber, wie Margret richtig sagt, das Ganze miteinander verknüpft. Und deshalb die tradierte Denke, das ist ja above the line, below the line, wie kann man eben diesen Upper Funnel und den Lower Funnel miteinander verknüpfen, aber gerade wenn ich Richtung Performance denke, wenn ich Richtung programmatisch denke, dann muss ich ja ganz viel auch Offsite und Onsite miteinander verknüpfen. Und das sind so Aufgaben, denen müssen wir uns stellen. Das heißt also quasi, eigentlich ist es so dieses, das Triple Play, das gerade zu spielen ist. Also auf der einen Seite die Brand an sich, dann der Content, der draußen steht und die Media, wie sie eingesetzt wird. Nochmal zurück zum Anfang. Also ich kam rein, dachte mir, ja super, jetzt machen wir hier irgendwie total individualisierte. Die Diskussion ist gerade sehr, brandlastig und sehr above the line und TV-lastig, weil es eben da auch viel, also ich weiß gar nicht, bei der Telekom werden, glaube ich, so 7, 8 große Kampagnen pro Jahr allein in Deutschland produziert. Wahrscheinlich sind es so mit den Amerikanern und Europa zusammen, sind es dann irgendwie 20. Und das kann aber im Endeffekt, ist das Spielfeld zu groß, da muss man gucken, dass man es auch eingrenzt. Und jetzt müssen wir gucken, was wir eine gute organisatorische Antwort darauf finden, wie man mit diesen Themen in Zukunft umgehen kann. Inhaltlich ist es gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist inhaltlich relativ leicht, zu sagen, jawohl, wir müssen individualisiert arbeiten. Das machen wir immer und täglich bei der Rechnung, im CRM, bei der Problemlösung. Da fällt es uns dann in der großen Zahl leicht, im Detail manchmal vielleicht noch schwer, aber die Unternehmen können das. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil wir schaffen es ja auch, irgendwie die richtige Rechnung zu stellen. Da müssen wir auch irgendwie individualisiert Kommunikation erstellen können. Überhaupt gar keine Frage. Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die großen Markenplattformen in den Markt zu setzen, ist die andere große Aufgabe. Das miteinander zu verknüpfen, dazu kommen wir vielleicht später noch. Dazu braucht man einige organisatorische Kniffe, die es jetzt anzuwenden gilt. Wobei ich das ganz spannend finde. Jetzt bist du ja relativ neu da, Uli. Wie, wenn es auch dann gegen vielleicht neue KPIs oder neue Zielsetzungen geht, heißt es, du sprichst ja auch mit unterschiedlichen Leuten, vielleicht auch mit unterschiedlichen Silos bei euch im Unternehmen. Wie gehst du das an? Wie bringst du Leute zusammen, die vorher vielleicht nicht so eng zusammen waren? Also KPI ist ein gutes Thema. Also allein so eine Diskussion zeigt ja schon, wie weit man auseinander ist. Da gibt es die Brandleute, die in ihrem in Image-Dimensionen denken oder in Markenwert denken, egal ob sie ihn beeinflussen können oder nicht, aber alle reden über Markenwert an der Stelle.
Ist ja in vielen Fällen auch ein stark, also der Kommerz spielt ja einen großen, spielt eine große Rolle. Wenn man zum Beispiel einen KPI findet, mit dem alle am Ende des Tages auskommen, also ob es Interaktion ist, ich habe einen Vorschlag von einem Kollegen, das war Time Spent with the Brand. Das heißt also quasi, wie können wir die Zeit maximieren, die sich Menschen mit der Marke auseinandersetzen, auf allen Stufen. Und wenn man dann einen Funnel findet, den alle einigermaßen kaufen oder dem alle folgen können, dann hat man, glaube ich, schon einen Gutteil geschafft. Die interessante Diskussion, wenn wir bei uns eben mit Brandleuten, mit Marketingleuten, mit reinen Vertriebsleuten, mit Kanalleuten, die zum Beispiel aus den Shops kommen, die haben alle unterschiedliche KPIs. Das heißt, du musst ihnen in der gemeinsamen Steuerung was anbieten, was eine Stufe höher ist. Wenn man das bringen könnte, sowas wie Time Spent with the Brand zum Beispiel, man kann auch auf Topbox-Werte gehen über den ganzen Funnel. Das ist auch so ein Beispiel, wo man sagt, okay, in jedem Funnel muss ich dann dementsprechend die Topboxes nach oben treiben. Das ist eine Anstrengung, die man machen muss, um tatsächlich gemeinsames Verständnis zu schaffen, weil tatsächlich bist du halt in den unterschiedlichen Divisionen, wenn die getrennt voneinander arbeiten, auf komplett unterschiedlichen Zielsetzungen unterwegs. Interessant, dass ein Unternehmen, das sich so klein anfühlt, weil die Menschen wirklich alle sehr, sehr eng zusammenarbeiten hier bei der Telekom. Ich finde, es fühlt sich viel kleiner an als andere Unternehmen wie Volkswagen oder wie Bahn, die ich sehr gut kenne. Die fühlen sich viel, viel größer an, weil die Leute weniger stark zusammenarbeiten im Konzern. Interessant, dass Leute, die so eng zusammenarbeiten, trotzdem so unterschiedliche KPIs verfolgen. Und das ist wirklich interessant. Also quasi eigentlich auch unterschiedliche Sprachen sprechen, wenn du das sagst. Uli, spielt bei euch der NPS eine Rolle? Und wenn ja, wessen KPI ist der? Wir haben einen eigenen, den Kantar-NPS, der heißt Trim. Und ja, das ist also ein aufgebauter Net Promoter Score. Mhm. Und der ist die Basis für alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden. Das heißt also quasi jeder Netco, so nennen wir das, also diese National Companies, jeder CEO hat maßgeblich Trim im Sinne von Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft, also generelles Glücklichsein des Kunden und Erfahrung von UX, hat der in seiner Zielvereinbarung drinstehen. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, also deswegen habe ich auch meine erste 100-Tage-Präsentation habe ich auf Trim aufgebaut und nicht auf den Markenwertebenen und auf den Imagewerten, sondern ich habe mich immer gefragt, was musst du tun tatsächlich, um Trim nachhaltig zu beeinflussen, weil die gesamte Organisation denkt in Trim, also musst du in diese Richtung gehen. Aber was habt ihr denn? Macht ihr NPS? Also wir hatten jahrelang den Trim. Ich glaube, das ist auch so eine etwas wissenschaftliche Diskussion zwischen Marktforschern. Was ist jetzt besser? Ist es der Trim? Ist es der reine NPS? Ja. Wir sind jetzt dabei, umzustellen von Trim. Bei uns lief das so ähnlich, wie du das gerade auch aus deinem Laden schilderst. Bei uns war es der Trim. Jetzt schalten wir gerade um auf NPS. Was eine enorme Anstrengung ist, wenn du tatsächlich den NPS in Realtime an jedem Touchpoint auch messen willst und nur dann ist es ein echter NPS. Nur dann kannst du Menschen darauf verzielen und Menschen auch mit diesem Messwert überhaupt in eine Identifikation bringen. Also von daher, das ist noch ein ganzes Stück Arbeit, bis wir die Breite, die der Trim seinerzeit hatte, dann mit dem NPS aufgefüllt haben. Für den reinen Marketingbereich, also dort, wo wir in der Diskussion heute gestartet sind, wie viel Massenkommunikation, wie viel Hyperpersonalisierung mache ich denn, fällt es mir hier und da noch schwer, die Logik eines NPS draufzubringen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art und Weise. Da fand ich den Trim irgendwie besser. Aber am Ende ist es eine methodische Entscheidung, wie willst du ein Unternehmen führen und wie kannst du dann wirklich auch ganz unterschiedliche Touchpoints, ob sie digitale sind, ob sie Service-Touchpoints sind, ob sie Vertriebs-Touchpoints sind, mit einem Thema glücklich machen. Und ja, NPS ist also jetzt bei uns das Mittel der Wahl und die Wege dorthin sind in der Diskussion wahnsinnig spannend, weil jeder ja tatsächlich nochmal auf den Punkt geworfen wird, was tue ich, was kann ich dezidiert tun, um Kundenzufriedenheit nach vorne zu bringen? Die Frage klingt banal, ist aber dort, wo du im Callcenter bist, wo du in einer Filiale bist, schon sehr, sehr hart, wenn sie ausdiskutiert wird. Und das Messen der persönlichen Leistung daran eben auch. Ne? Doch ein Hinweis dazu, wir müssen Miriam auch mal in die Diskussion reinbringen. Ich wollte nur einen Kommentar dazu. Ich habe
Trim analysieren lassen im Sinne von, welche Kommunikationsterritorien muss ich eigentlich stärken und besetzen, um Trim zu erhöhen? Das heißt also, abgesehen von der Service-Performance am jeweiligen Touchpoint oder von der Erfahrung, von der Zufriedenheit am jeweiligen Touchpoint, welche generellen Themen stehen denn da zur Verfügung überhaupt, um da einen Impact zu haben? Und es ist sehr, sehr interessant. Es sind drei Territorien. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich die jetzt auch mal in die Runde blase. Aber das erste ist die Netzwerkqualität. Das heißt, bei uns ist es eben so, alles, was mit der Qualität der Verbindung, der Qualität der Infrastruktur im Zusammenhang steht, ist maßgeblich Trim fördern. Also hat auch einen positiven Impact natürlich auf die Zahlungsbereitschaft, auf den Premium-Bereich der Marke und so. Also da ist tatsächlich viel Invest gefordert in diese Richtung. Das zweite Thema ist die Corporate Mission oder beziehungsweise die Kundenbeziehungsqualität. Welches Angebot macht mir die Telekom generell? Also mir als Kunden, wie gehen die mit mir um? Was haben die für Ziele? Sind die glaubwürdig an meinem Wohl interessiert? Wie reagieren die im Fall, wenn was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Also quasi diese Beziehungsebene ist tatsächlich der zweite große Punkt. Und der dritte ist, und das hat mich am meisten auch nach Corona natürlich nicht überrascht, aber am meisten gefreut, also die Corporate Responsibility, das, was wir Purpose-Kommunikation nennen, also quasi Telekommer arbeiten für die Gesellschaft und machen da was Gutes, ist tatsächlich das dritte große Territorium nach diesen performance-orientierten Feldern. Also interessant, das sind die drei Felder, die Marktforscher sagen, die Trim-Leute sagen uns, kommuniziert in diese Territorien rein oder ihr werdet die Marke stärken über die Kundenzufriedenheit von Trim. Aber nur deutsches, jetzt ist also nur ein deutsches Exempel, weil da haben wir die Werte auch tatsächlich im Detail, aber das fand ich echt interessant. Aber genau, da holen wir die Miriam doch gerne mal mit in die Diskussion. Das, was du jetzt auch beschrieben hast, Uli, hat ja auch viel mit dem Produkt zu tun. Grundsätzlich, das hattest du auch in deinem Zitat, Miriam, bei euch die Produkte sind ja auch Devices, die man auch für die individuelle Kommunikation entsprechend nutzen kann. Wie nutzt ihr das oder wie könnt ihr das tatsächlich auch nutzen? Ja, ich glaube, im Vergleich zur Postbank oder Telekom gibt es einen sehr wesentlichen großen Unterschied bei den Hausgeräten, nämlich wir haben einen mehrstufigen Vertrieb. Das heißt, der Kunde kauft die Geräte nicht direkt bei uns, sondern der kauft die im Handel, online oder offline, verstärkt jetzt natürlich auch online. Und deshalb haben wir gar nicht die ganze Journey bei uns so in der Hand. Wir können das nicht kontrollieren. Wir können die Conversion zu Retail nicht genau kontrollieren und so weiter. Deshalb, ja, NPS und so erheben wir natürlich auch. Ja, damit arbeiten wir auch verstärkt. Aber da sind uns natürlich Grenzen gesetzt. Und auf der anderen Seite nutzen unsere Kunden unsere Geräte sehr, sehr lange Zeit. Im Durchschnitt, ich sag mal, 9 Jahre oder so für einen Kühlschrank, eine Waschmaschine. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, eine wirklich individuelle, personalisierte Brand Experience mit dem Gerät zu schaffen. Also die Geräte sind vernetzt, viele Geräte, mehr und mehr Geräte sind vernetzt. Die kann ich dann über eine App bedienen und über diese App kann ich eben personalisierte Angebote bekommen. Zum Beispiel auch mit Magenta. Smart Home, da gibt es verschiedene spannende Beispiele. Eins, was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel Smart Food Storage. Der Kunde kauft ein, tut seine Sachen in den Kühlschrank. Im Kühlschrank sind 2 Kameras installiert. Und wenn der Kunde die Sachen in falsches Fach einräumt oder die Tomaten in den Kühlschrank tut, obwohl man das auf keinen Fall macht, dann kriegt er eine Push-Notification auf sein Handy. Und wir helfen ihm dann sozusagen, verhelfen ihm zu einer positiven Brand Experience, weil wenn er das Essen richtig lagert, dann hat er natürlich ein positives Erlebnis. Ja? Und das sind eigentlich so die Dinge, die wir versuchen ein bisschen auszuweiten, dort anzusetzen, eben über diese ganze lange Journey. Da gibt es viele andere Beispiele von Remote Diagnostics, über auch, sag ich mal, individualisierte Programmoptionen, wo die Geräte wirklich lernen, wie der Konsument das Gerät nutzt. Ja? Und beispielsweise feststellen, oder lässt seine Pizza im Pizza-Norm-Programm immer länger im Ofen, der will die also knuspriger, dann werden die Zeiten angepasst. Und das ist so das, woran wir arbeiten. Also von Hyperpersonalisierung sind wir noch etwas weit entfernt, würde ich mal sagen. Aber wir halten das für einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt, denn ich glaube, da liegt auch ein wirklicher Mehrwert drin für den Konsumenten. Er selbst hat das auch in der Hand, ja, was er da nutzen will und was nicht.
und empfindet das vielleicht auch nicht irgendwie als übergriffig, wie es ja manchmal eben auch bei hyperpersonalisierter Werbung der Fall ist. Ja. Nichtsdestotrotz, klar, wir investieren auch viel in SEA, SEO, solche Geschichten, das ist sicherlich auch ein Standard geworden, aber eben auch die Nutzungsphase, die ist sehr wichtig für uns. Das heißt, ihr könnt eure eigenen Produkte als Devices für Cross- und Upselling verwenden. Genau, richtig. Also die Optionen beispielsweise, wir können jetzt auch, oder das sind manche Cases, also zum Beispiel der, den ich jetzt schilder, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber der wird sicherlich kommen. Wir können beispielsweise feststellen, jemand isst sehr viel Pizza, ist ja eins der Hauptgerichte, die im Backofen gemacht werden, und können ihm dann beispielsweise ein Angebot zuschicken über einen Pizzastein, also Zubehör für seinen Backofen. Wir können ihm aber auch Rezepte zuschicken oder ihn inspirieren. Genau. Okay. Vorausgesetzt, er stimmt dem zu. Ja, genau. Ich gehe voraus. Darf ich eine Frage stellen, Mirjam? Ja, wie bieten wir dann wiederum den Handel ein? An der Stelle nicht. Holen wir uns die Journey zurück, und das ist ja genau der Bruch, den wir da auch haben. Letztlich, die Leute kaufen überwiegend noch, es ist vielleicht in China ein bisschen eine andere Situation mit Tmall und so weiter, wo wir auch selbst Shops haben, aber zumindest in den klassischen europäischen Märkten geht der Kunde natürlich in den Handel und kauft dort ein, da ist ein Bruch, und dann hat er das Gerät gekauft und danach kommt er aber wieder zu uns. Ja, also auch im Servicefall und so weiter, der geht ja eigentlich nicht zum Mediamarkt, sondern da kommt er direkt zu uns. Und da arbeiten wir natürlich dann auch mit Geräteregistrierung, Nutzerregistrierung und so weiter, sind da aber auch noch relativ am Anfang. Da hätte ich eine Frage, das finde ich super interessant, weil du gerade Mediamarkt sagst. Mhm. Das ist ja, also ich, Achtung, persönliche Geschichte, ich ziehe ja demnächst um. So, nach Rheinland-Pfalz, wie wir gelernt haben. Das heißt, ich bin gerade in der Entscheidungssituation für eine neue Waschmaschine und einen neuen Trockner. Mhm. Dass ihr euch jetzt Spoiler, ich hab die Entscheidung schon getroffen, aber... Miele. Egal. da kommen wir gleich drauf. In allen Tests und in allen Dingen, die ich darüber gelesen habe, hieß es immer, okay, also Bosch und Siemens ist sowieso ein Haus, das ist eine Marke, das heißt, es kommt aus dem gleichen Beritt. Das heißt, das gleiche Produkt heißt eben auf der einen Seite jetzt so und auf der anderen Seite so, aber im Endeffekt kann man die miteinander vergleichen. Das heißt, das ist quasi so, geht man in alle Tests rein. Und jetzt war ich dann letztens tatsächlich mal in einem Saturn-Markt in der Mall of Berlin und habe mir dann tatsächlich mal auch die Produkte angeguckt. Ich wollte es also auch Reality erleben und habe mir dann überlegt, meine Güte, jetzt habt ihr wirklich das absolute Markenchaos. Also quasi erst mal Bosch und dann Siemens und dann legen die jetzt auch noch Saturn und Mediamarkt zusammen. Sind das Themen, die bei euch irgendwie im Kopf rumgehen, oder sagst du, das ist mir total Wumpe, ich schiebe das Ganze nach China, wenn es gut ist, eine Differenzierung habe ich tatsächlich noch vielleicht zwischen den Brands und kann vielleicht in einem Markt ist die eine Marke stärker, im anderen Markt ist die andere Marke stärker. Jetzt in Deutschland, wo man eine Historie von beiden hat, dann ist es eben auch egal. Aber ob das bei Mediamarkt rauskommt oder bei Saturn rauskommt, ist mir total wurscht. Wie siehst du das? Oder wie ist das? Zu Media Saturn kann ich gar nicht so viel sagen. Wir haben unterschiedliche Marken im Portfolio und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Und da gibt uns auch einfach unser Marktanteil beispielsweise in Deutschland recht. Die Geräte unterscheiden sich schon ein bisschen, die Absatzkanäle unterscheiden sich ein bisschen, die Preisklassen unterscheiden sich ein bisschen. Und natürlich arbeiten wir auch viel an der Markendifferenzierung. Klar, es ist ein Plattformkonzept wie in der Automobilindustrie. Ja? Deshalb überschneidet sich da relativ viel. Aber wir haben beispielsweise bestimmte Programmoptionen nur für Siemens, andere Programmoptionen nur für Bosch. Also auch in der Gerätekonfiguration passen wir das ein bisschen der Zielgruppe an. Und die Zielgruppen, da arbeiten wir mit einer Segmentierung, die ist schon einige Jahre alt, aber glaube ich trotzdem immer noch sehr wertvoll. Da identifizieren wir unterschiedliche Zielsegmente. Ja? Okay. Ja. Und wenn man ein Premium-Segment kauft, dann kauft man auch meistens Dinge, die in Deutschland hergestellt wurden. Ja, Mann ist ja total übertrieben, die Frau kauft ja. Das heißt, ich bin ja nur ein Handlanger meiner
Entscheiderin. Ja, es hält sich die Waage. Ich meine, also viele Kaufentscheidungen, das weicht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber gerade beispielsweise eine Küche, das ist dann schon eine gemeinschaftliche Kaufentscheidung. Und da versuchen wir auch den Kunden zu unterstützen, um das nicht in Streit ausarten zu lassen, sondern in eine positive Experience. Aber es hält sich die Waage, es hält sich die Waage. Gibt natürlich, kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Marke an. Siemens ist sicherlich auch die Marke für denjenigen, der innovationsinteressiert ist, technologieinteressiert ist, vielleicht eine leichte Dominanz in der männlichen Zielgruppe. Ich hätte mich für Bosch entschieden, sage ich dir noch an der Stelle. Ich hätte mich für Bosch entschieden. Und was ist es geworden? Nein, ein bisschen dreimal passte Fragen. Ja. Das klärt ihr nachher, das klärt ihr nachher. Ja. Es hat Ende des Tages ja auch eine Form von Segmentierung und damit von Personalisierung. Wir hatten es jetzt gerade viel davon, wem gehört wann die Customer Journey, wer generiert wann wo welche Insights. Uli, du hast zum Anstieg gesagt, trotzdem guckst du dir hauptsächlich 30 Sekunden an mit der Agentur gerade. Vielleicht, Margret, wenn du mal irgendwie die These aufnehmen würdest, heißt Massenkommunikation bei den Möglichkeiten, die man heute auch hat, Daten zu generieren und zu finden, heißt das nicht irgendwie auch Verzicht auf Consumer Insights? Also die Consumer Insights gewinnen wir ja nicht ausschließlich über die Ausspielung irgendwelcher Formate, egal ob ich jetzt den klassischen 30-Sekünder habe oder ob ich einen Bumper-Ad im Netz habe. Consumer Insights gewinnen wir, wenn ich unser gesamtes Zusammenarbeiten im Kundenmanagement, so heißt der Gesamtbereich, in dem Marketing verortet ist, betrachte. Wir setzen uns mit Kunden, mit Nichtkunden grundsätzlich auseinander. Wir haben Kundenbeiräte. Wir machen Marktforschung, weniger klassische Marktforschung, aber verschiedenste Marktforschungstools. Wir tun also alles, um schon zu Beginn einer Kampagnenentwicklung, einer Produktentwicklung, möglichst viel an Insights zusammenzuholen, damit wir dort bereits die Kundenstimme hören. Nicht erst, wenn es irgendwo schon im weiteren Verlauf, egal Upper Funnel, Lower Funnel ist, sondern wir versuchen, die Kundenstimme eigentlich vom Beginn eines Kommunikationsprodukt Service-Entwicklungsprozesses mit einzubeziehen, damit wir hier nicht schon vom Weg abkommen. Und je nachdem, wie dann der Prozess der jeweiligen Aufgabe abläuft, gibt es immer wieder Boxenstopps, wo wir diese Kundenstimme mit hinzuziehen. Dass wir dann natürlich dort, wo wir in fast klassischen Kampagnenausspielungen sind, egal on, offline, dass wir dort natürlich auch alles tun, um im Rahmen von Lead-Generierungsprozessen das zu bekommen, was wir bekommen müssen, damit wir irgendwann sehr systematisch zum Abschluss führen, dass wir die Abschlussstrecken entsprechend bauen. Ich glaube, das ist logisch, so tun das alle Unternehmen heute. Aber wenn es um echte Kundeninsights geht, die müssen schon vorher abgeholt werden. Sonst habe ich bereits am Beginn meines Absatzprozesses, meines Produktentwicklungsprozesses irgendetwas falsch gemacht. Wie ist das bei euch, Miriam, weil du ja auch gerade gesagt hast, zu einem gewissen Zeitpunkt verliert ihr die Customer Journey, hinten gewinnt ihr sie dann wieder, wenn man das so trennen möchte. Was bedeutet das, Consumer Insights dann auch später in Aktivierung und Kreation umzusetzen? Was bedeutet das vielleicht auch die Zusammenarbeit betreffend für euch und eure Agenturen in einer datenreichen oder mittlerweile datenreichen Welt? Ja, also klar, wir arbeiten immer mit Consumer Insights. Wir testen Marketingkonzepte, wir testen Produktkonzepte, wir testen und diskutieren die mit Konsumenten. Also ähnlich wie bei der Postbank, wie bei Margret. Wir generieren eigentlich kontinuierlich Insights. Das ist eine große Herausforderung für ein Unternehmen, denn die Insights liegen nicht nur an einer Stelle, sondern in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das versuchen wir natürlich zu überwinden, diese Silos versuchen wir zu überwinden, indem wir enger zusammenarbeiten. Auch mit unseren Agenturen, da versuchen wir uns gerade so ein bisschen in agilen Methoden, die uns auch helfen, denn wir haben halt gemerkt, diese Insights, die sind nicht stabil. Die ändern sich doch relativ schnell. Also nehmen wir nochmal Covid-19. Da haben wir wirklich in kürzester Zeit gemerkt,
plötzlich hat das Thema Haushalt eine Riesenrelevanz gewonnen, Telekommunikation sicherlich auch, ja, und Banken wahrscheinlich auch, zumindest bei uns war immer eine lange Schlange vor der Bank. Da gewinnen plötzlich Dinge plötzlich eine ganz andere Relevanz. Vielleicht harmonisieren sich auch Kundenbedürfnisse ein bisschen, weil man sich auf die Basics fokussiert. Was ist wirklich wichtig? Thema wie Hygiene und solche Geschichten oder Storage im Kühlschrank. Wenn wir uns, sage ich mal, agil aufstellen in kleinen Teams, die aber die wichtigen Kompetenzen, zum Beispiel Consumer Insights, aber auch Agenturkompetenzen mit drin haben, dann können wir sehr, sehr viel schneller auf diese Consumer Needs reagieren. Sei es jetzt für eher personalisierte Kommunikationsangebote oder eben auch für das, was wir jetzt hier Massenkommunikation nennen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber könnt ihr da auch, also die verschiedenen Insights, wenn die in verschiedenen Units liegen, bekommt ihr die denn gut zusammen? Also hängt es zusammen, dass die Leute die Entscheidungskompetenzen auch entsprechend einfach haben müssen? Nee, ich glaube, da sind wir schon drüber hinweg. Also bei uns gab es mal vor ein paar Jahren das Credo, dass man gesagt hat, alles, was getestet wird, ist für alle verfügbar. Also Transparenz als oberstes Prinzip. Und das hat viel geholfen, weil zuvor war natürlich auch solche Insights eher eine interne politische Waffe teilweise, um zu rechtfertigen, was man sowieso wollte. So habe ich das zumindest empfunden. Und ich glaube, darüber sind wir hinweg und versuchen wirklich rauszufinden, was der Konsument will. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, das deckt sich oft mit der Expertise von unseren Kollegen in den Ländern. Die wissen das eigentlich schon und wir kriegen dann nochmal die Bestätigung des Kunden. Deshalb kann man, glaube ich, über kurz oder lang auch schon mal fragen, brauchen wir tatsächlich immer so viele Consumer Insights? Oder können wir uns nicht auch mal auf dieses Expertenwissen unserer Kollegen verlassen? Hey, gut, wenn es bestätigt wird, umso besser. Ja. Eine Möglichkeit, Insights zu generieren, ist natürlich auch das Thema Social Listening grundsätzlich, was uns zu einer etwas jetzt nicht mehr top aktuellen Diskussion führt, aber dennoch ist sie noch relativ frisch, weil wir haben natürlich große Plattformen, die aber einen Raum bieten für sehr individuelle Meinungsäußerungen, wo wir jetzt eben mit dem Thema Stop Hate for Profit ja auch eine generelle Neubetrachtung auch der sozialen Medien hatten. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis an alle da draußen. Wir haben schon einige Fragen zusammengesammelt, aber nutzt gerne die Q&A-F&L-Funktion. Wenn ihr was wissen wollt vom Panel oder in ein Thema tiefer einsteigen möchtet, bitte einfach hier die Fragen stellen. Dann würde ich den Fragen wieder aufnehmen, Margret. Ihr habt ähnliche Diskussionen bei euch geführt, als das Thema aufkam. Du bist auf mir. Ja. Haben wir. Wir haben ähnliche Diskussionen geführt. Die Marke Postbank gehört ja in den Deutsche Bank Konzern. Von daher haben wir diese Diskussion eben auch innerhalb des Konzerns und damit auch auf internationaler Ebene geführt. Greift das, was Uli gerade dargestellt hat, gerne für uns auf. So ähnlich ist das bei uns auch abgelaufen. Es gab sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Es gab aber auch sehr viel Pragmatismus bei diesem Thema nach dem Motto, wenn mir sowieso schon die Budgets gekürzt werden, soll ich die auch noch bei Facebook rausziehen? Was mache ich denn sonst noch? Also Erster. Dafür muss man, glaube ich, auch Verständnis haben, hat dann erstmal auch jeder so seinen Vorgarten und überlegt, was bedeutet das jetzt handfest für mich? Und auf der anderen Seite würde ein Ausstieg, ich meine, wir sind jetzt weltweit in unserem Konzern auch gerade nicht der Big Spender, der da sagt, ich ziehe da mal meine Millionen raus und dann werdet ihr euch schon rühren. Also erreicht man das gesellschaftspolitische Ziel am Ende, indem man einmal verschnupft seine Budgets abzieht? Oder geht man eher in die Intensivierung eines Dialogs mit Facebook, mit den Verantwortlichen? Da ist sicherlich Tim Höttges, Mark Zuckerberg dann nochmal eine andere Form des Einflusses. Aber wir haben uns am Ende eben auch dazu entschieden, nein, wir bleiben mit unseren Budgets dort drin. Wir haben eine Haltung im Konzern, an der, glaube ich, niemand rüttelt, dass wir irgendwie hier inhaltlich die Initiative nicht mittragen würden, aber in der Art und Weise, wie wir dieses Thema wichtig nehmen, da werden eher die Kontakte zu Facebook intensiviert,
Da werden Gespräche geführt, da setzen wir unsere Grundsätze in diesen Gesprächen um. Aber wir machen nicht rein raus mit unseren Budgets. Das ist eine etwas zu kurzfristig offensichtliche Art und Weise, dieses Grundsatzproblem anzugehen. Dann müsste ich, wenn ich es weiter treibe, im Zweifel auch mit anderen Medienanbietern on und offline ins Gericht gehen und sagen, also der Leitartikel hat mir mal gerade nicht gefallen oder diese Äußerung im Kommentar hat mir auch nicht gefallen. Also wo fängt es an, wo hört es auf, dass wir dann mit Marketing-Budgets zum Regulativ werden? Dass wir bei Facebook sicherlich ein sehr grundsätzliches Thema haben, gar keine Frage. Aber sind Marketing-Budgets wirklich Regulative in solchen Diskussionen? Ich denke da auch eher. Ja, wahrscheinlich regulativ grundsätzlich, ne? Weil es natürlich Unternehmensentscheidung ist am Ende. Und das ist ja nicht nur ein Facebook-Thema. Also. Genau. Nee, ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema, weil gerade, wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf, ich glaube schon, dass wir stärker in Zukunft eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen übernehmen. Und da müssen wir uns hin und wieder schon angucken, in welchem Kontext tauchen wir auf. Das ist ja auch gerade bei dem Thema Hyperpersonalisierung ein großes Thema, denn da haben wir überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. In welchem Kontext möchte ich als Marke genannt werden? Mag ich denn eigentlich auch auf solche Themen wie Hyperkonsum, ständige Verfügbarkeit einzahlen? Sind das positive Aspekte und so? Also ich finde das schon gut, wenn man sich dafür die Zukunft Gedanken macht. Klar, natürlich, wir haben auch eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, Werbung zu machen, Marketing zu machen und so. Aber wir haben eben auch diese gesellschaftliche Verantwortung. Ich glaube, in Zukunft werden wir das schon stärker wahrnehmen. Genau, eben das meinte ich auch mit regulativ, weil dass man natürlich im Markt auch entscheidet, wo eben gebe ich mein Budget aus, wo finden wir statt, wo generieren wir Kontakte und welche, ne, wie du schon sagst, welche Themen möchte ich dann auch weiter unterstützen. Also vielleicht dann auch die Werbung finanziell unterstützen. Also ich glaube auch, dass da wahrscheinlich alle gemeinsam auch eine Verantwortung übernehmen. Die Frage, muss man Brand Safety-Konzepte unter diesem Aspekt nochmal ganz anders betrachten, weil die bewegen sich ja in sehr definierten Rahmen, diese Safety. Ja, da gebe ich dir recht. Also China ist da vor allen Dingen für uns eine Herausforderung. Ja. Da sind wir die viertstärkste Marke. Die stärkste ausländische Marke mit Siemens und sicherlich da gelten andere Regeln. Und das ist natürlich ein interessantes Spannungsfeld, ja, zwischen Headquarter und was global denkt und was dann tatsächlich die Business-Erfordernisse sind in dem Land. Ja. Also ich hänge demnächst, das ist mein Ziel, möchte gerne das schwulste Tee aller Zeiten an die Friedrich-Ebert-Allee hängen. Rainbow mit allem drum und dran. Ich hoffe, ihr werdet es noch sehen. Es soll aus Flocati-Teppich sein. Wir suchen noch einen Dienstleister, der das kann. Ein Flocati-Hersteller, der Magenta gut kann, den suchen wir gerade noch. Also das ist das große Problem. Und ich merke schon tatsächlich, dass es auch bei uns intern, aber auch dann draußen in der Diskussion, da gibt es dann schon so Leute, die finden das jetzt ganz zu knorke, ne? Warum ist es jetzt so extrem in diese Richtung gehen? Warum ist es so? Ist es dann ein differenzierender Faktor für uns und so? Das, also allein schon da fängt es an, wo ich in meiner Marketing-Bubble sage, Entschuldigung, da brauchen wir nicht diskutieren, wir haben das Jahr 2020. Man tritt tatsächlich zwangsweise über Haltung anderen Leuten auf die Füße. Das muss man berücksichtigen. Wir haben ganz viele Fragen bekommen und würden dann an dieser Stelle die Fragenrunde auch öffnen, die sich natürlich jetzt auf viel Besprochenes hier bezieht. Miriam, vielleicht möchtest du die erste nehmen. Da geht es um die Branche Touristik und die Frage, wem gehört denn jetzt am Ende der Kunde, dem Reisebüro, dem Online-Anbieter? Da haben wir viel zu besprochen. Habt ihr ein Scoring, habt ihr einen Umgang? Wo liegt wann euer Kunde? Ich verstehe die Frage jetzt nicht so ganz. Was sind die Interessen unserer Kunden momentan, oder? Wie sind die versus dem Handel? Wann ist es eure Aufgabe, einen Kunden anzusprechen, auf die Marke aufmerksam zu machen? Wann obliegt das gegebenenfalls dem Handel und in Nutzungssituation? Wann kommt das zurück? Habt ihr da eine Abgrenzung gefunden? Oh, gute Frage. Ja gut, ich meine, im Endeffekt, wir sehen den Handel auch als Kunden, ja, und insofern hoffen wir natürlich, dass wir einheitliche Botschaften rüberbringen können zu unseren Produkten, zu unserer Marke. Und ich meine,
Uli hat es gerade schön geschildert, beim Stiftung Warentesturteil hört es dann auf, wenn da drunter steht baugleich und solche Geschichten. Also so weit dringen wir da nicht. Ich sag mal so, die Massenkommunikation, dass das am Anfang der Journey steht, wo wir Markenpräferenz schaffen, Brand- und Need-Building-Phase, da sind wir ganz klar im Lead. Und wenn je näher wir dann sozusagen beim Kaufprozess sind, da ist es natürlich dann der Handel, der auch maßgeblich die Botschaften beeinflusst. Wir versuchen aber natürlich, wir haben jetzt gelernt, bei uns sind die haben wir wahnsinnige, sehr viel Wachstum im Bereich Online-E-Commerce, natürlich durch Covid-19. Und da versuchen wir natürlich, den Handel zu unterstützen und mit dem zu kooperieren, gemeinsame Konzepte auszuarbeiten und so weiter. Und das ist vor allen Dingen klar, es gibt die Großen, die haben sowieso ihre eigenen Regeln, aber das ist auch vor allen Dingen für die kleineren Händler wichtig, dass sie da von uns Support bekommen. Definitiv. Eine zweite, Dankeschön. Zweite Frage, Margret, vielleicht möchtest du das angehen, ist die Frage, wann oder wie lange geht es, bis ihr merkt, dass ein großes Ereignis, wie zum Beispiel Covid-19 jetzt gerade im Moment, tatsächlich eine Auswirkung auf die UX hat, Wie schnell müsst ihr Tools anpassen, Technologien anpassen? Habt ihr da irgendwelche Learnings generieren können in der nächsten Zeit, in der letzten Zeit? Ich glaube, bei Covid-19 als größtem aktuellen Ereignis, das ja auch immer noch nicht vorbei ist, beziehungsweise das ja Nutzungen verändern wird. Also diese Zwangsdigitalisierung, die mit Covid-19 einhergeht, ob sie jetzt Einkaufspunkte verändert, ob sie digitale Bankanwendung nach vorne bringt. Also insgesamt ist es ja nicht ein punktuelles Ereignis, sondern es verändert unsere Gesellschaft, unser Leben ganz nachhaltig und damit auch, wie man mit unseren Produkten umgeht. Bei uns war es so, dass wir durch den Lockdown natürlich sehr schnell mit unseren Filialen überlegen mussten, wie kriegen wir dort, weil die Filialen systemrelevant sind, wie können wir überhaupt natürlich auch im Hinblick auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter die Öffnungszeiten weiter gewährleisten, wie gehen wir in Split-Organisationen. Wir haben sofort gemerkt, dass natürlich die gesamten digitalen Kanäle deutlich stärker genutzt werden, ob das jetzt im Digital Banking ist, ob das unsere Callcenter sind, also natürlich extreme Nutzungsquoten. Wir haben gemerkt, dass auf der Ebene von Geldanlage, Wertpapier, viele Kunden im Prinzip sehr schnell und plötzlich den Weg gefunden haben in die digitalen Kanäle, wo wir also in Sachen Marketing lange Arbeit leisten mussten, um die Kunden da tatsächlich digitaler zu machen. Covid-19 hat das geschafft. Insgesamt würde ich sagen, waren unsere technischen Möglichkeiten, unsere Services, unsere IT in wirklich super Form dabei, diese zusätzlichen Kundenbedarfe sofort auch abzubilden. Wir ziehen jetzt unsere Learnings, was es bedeutet, wie wir die Digitalisierung nach vorne treiben, aber eben nicht mehr unter dem Aspekt der Krise, sondern wie wir grundsätzlich weiter vorgehen wollen und wie wir diese gesellschaftlich-wirtschaftlichen Veränderungen aufgreifen. Nebenaspekt natürlich auch vielleicht in dieser Runde, um mal sehr branchenspezifisch zu argumentieren. Natürlich haben wir auch sehr, sehr schnell gemerkt, welche Kunden eben aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage sind, ihre Kredite zu bedienen. Da gab es zuerst gesetzliche Stundungsmöglichkeiten, erstmal die Ratenzahlungen auszusetzen. Das haben wir jetzt mit dem Bankenverband bis Jahresende zunächst verlängert. Also da greifen dann eben auch persönliche Schicksale und die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse nochmal in unsere Prozesse ein. Das Thema Ratenstundung ist ja auch nichts, was man normalerweise jeden Tag x-fach macht. Das sind aber dann plötzlich Prozesse, die etabliert werden müssen, weil hier schon zigtausende Kunden einfach darauf angewiesen sind, dass die Bank ihnen auch durch die Krise hilft. Also sehr komplex, auch auf Unternehmensseite. Vielen Dank für die Ausführungen dazu, weil ich glaube, das zeigt nochmal, wie vielschichtig das Thema natürlich auch einfach ist. Uli, genau, wir hatten in der Q&A auch eine Frage, wie diskutiert ihr bei der Telekom den Beitrag eurer Massen- und Marketingkommunikation im Hinblick auf den Beitrag zum kommerziellen Erfolg des Unternehmens? Magst du dazu was sagen?
Also meine Erfahrung hier bei der Telekom ist echt interessant, weil wir haben viele Daten, logisch. Wer hätte die sonst? Und wenn wir haben eigentlich das umgekehrte Problem. Wir müssen immer wieder dafür kämpfen, above the line auch durchzusetzen, Image-Kommunikation zu machen, weil der Rest ist so exakt durchtrainiert und durchgestaltet, dass wir genau sehen, wer kommt wann, wie, wo rein und welche Maßnahme hat welche, welchen direkten Impact auf den Funnel. Ich gebe mal ein Beispiel. 5G-Kampagne hatten wir, muss ich anders anfangen. Ich wollte gerne, als ich angefangen habe, wollte ich gerne jeweils auf dem Markenchart hinten dran, T, erleben, was verbindet, wollte ich gerne irgendwie eine klare Kundenleitung im Sinne von, was sollen die jetzt als nächstes machen? Also geh doch bitte auf die Homepage oder geh zu uns in den Shop oder geh auf die App oder wie auch immer. Also quasi im Sinne von Kundenlenkung. Habe dann aber relativ schnell gelernt durch Marktforschung, dass die Leute dadurch eher irritiert sind, weil sie sowieso wissen, wo sie bei uns hingehen müssen. Das heißt, die Marke ist so groß, dass sie sowieso auf der Telekom.de landen oder dementsprechend im Shop. Überhaupt gar keine Frage. Also muss ich da am Ende noch irgendwas dazwischen werfen, was die Leute von der Botschaft abhält. Das heißt, also wir sehen ziemlich genau, dass jetzt 5G war in der ersten Phase rein Image, war reines Branding. Bevor das Produkt dazu gekommen ist, haben wir gesehen, dass 60.000 Leute pro Woche auf der Telekom.de gelandet sind und von dort direkt wieder weggebounced sind. Mhm. Weil das Thema für sie aktuell nicht weiter interessant ist, weil das iPhone noch nicht da ist. Das iPhone kommt irgendwann Richtung Oktober, November. Wir gehen davon aus, dass die 5G-Party erst richtig mit dem iPhone tatsächlich auch starten wird, weil es vielleicht 5G in ihrer Gegend noch nicht angeboten wird. Wir decken ja momentan ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung ab. Das heißt also, es gab unheimlich viele Leute, die mal reingeguckt haben und denken, direkt wieder rausgebounced sind. Und da haben wir dann gesehen, okay, alles klar, also irgendwie brauchen wir jetzt ein Angebot ganz schnell für die, um die zu halten, weil das Interesse ist ja da. Wir haben tatsächlich nur noch kein iPhone, weil es eben erst kommt und vielleicht haben wir noch keine Updaten, weil die eben erst vielleicht erst kommt. Und haben uns dann Gedanken darüber gemacht, okay, wie kann man mit denen in eine Art Social CRM gehen, um sie danach wieder anzumorsen, für dieses Thema begeistert zu halten, weil die Begeisterung war ja anscheinend so groß, dass sie sich direkt bemüht haben und online gegangen sind, auf diese Landingpages gelandet sind. Das heißt, man kann es 1:1 durchtracken und dass hier natürlich auch Sales gemacht werden, erkennt ihr daran, dass spätestens nach der ersten Woche, wenn ein Film erscheint, kommt ihr sofort mit dem Produktangebot hinten dran. Das heißt, in dem Moment haben wir dann wieder die 1:1 Nachverfolgung, wie funktioniert es dann tatsächlich. Das heißt, also diese Organisation ist tatsächlich richtig auf Sales getrimmt und braucht hin und wieder müssen die Markenleute eben auch rufen und sagen, Achtung, wir müssen auch die Marke gestalten. Das heißt, dieses Produkt über den Produkten. Und Achtung, es kann auch passieren, dass da vielleicht kein direkter Sales-Impact kommt. Aber das Lustigste ist, wenn man es gut macht, dann zahlt es 1:1 auch auf den Premium-Gedanken ein und auf die Premium-Positionierung der Marke, wenn es gut gestaltet ist und hat in dem Moment auch wieder einen Sales-Impact, weil die Leute in ihrer Kaufentscheidung bestätigt werden. Das heißt also quasi eigentlich am Ende des Tages, was ist meine Aussage? Erstens, ja, wir checken 1:1 durch. Sogar also vermeintlich anonymes Medium zu bekannter Strecke. Zweitens, wir müssen immer wieder dafür kämpfen, tatsächlich auch Sachen zu tun, die nicht direkt Sales-Einfluss oder Sales-Trade sind. Drittens, ich habe vorhin auch in den Q&As noch gesehen, ist nicht 1:1 am Ende des Tages das neue Massenmedium vollkommen richtig. Wir bereiten uns darauf vor, tatsächlich in unserer Organisation 1:1 spielen zu können, aber dementsprechend in großer Menge. Das bedeutet, dass du gute Datenqualität haben musst, dass du eigentlich predictive arbeiten musst und dass du eine unglaubliche Menge an Content vorhalten musst, um dann dementsprechend auch relevant zu sein und nicht im Content an den Leuten vorbei zu kommunizieren. Wenn ich nach vorne gucke, dann ist genau das eigentlich das Thema. Das heißt, wir müssen eine Organisation bauen, eine die Fähigkeit entwickeln, real-time oder predictive umzugehen mit dieser Menge Mensch, mit individuellen Botschaften, die nicht Wir nennen das, also wir müssen das Campaigning einstellen und anfangen, eigentlich eher in so eine Streaming-Logik zu kommen. Und erst wenn wir das geschafft haben, tatsächlich, wenn wir einen Individual Stream ausgeben können, dann sind wir eigentlich da, wo wir hin müssen. Dankeschön. Ich glaube, eine schaffen wir noch, ganz, ganz schnell. Mirjam, es wurde viel darüber gesprochen, dass Upper- und Lower-Funnel verknüpft werden oder verschmelzen. Heißt das für Kreativagenturen künftig auch, dass sie neben Kreation, Idee auch Data und Performance können müssen?
Ja, klar. Also das ist für uns wichtig. Ich bin jetzt in der globalen Funktion. Da ist es also wichtig natürlich, dass ich sehr stark auf dem Thema Insights, globale Insights arbeiten kann. Aber eben auf lokaler Ebene, wenn es an die Umsetzung geht, dann wird das Thema Performance Marketing wichtig. Und genau, das müssen unsere Agenturen auch können. Da haben wir natürlich auch meistens dann Spezialagenturen. Und die Herausforderung ist es dann auch, die alle zusammenzubringen an einen Tisch, sodass wir eben dann alles durchstreamen können. Genau, und ich glaube, die Frage ist vielleicht nicht, müssen die Kreativagenturen das können, sondern ist es ein Gesamtagenturkonstrukt, was es halt entsprechend beantworten kann. Ne? Ja, genau. Wobei ich schon gemerkt habe, die Generalisten sind also eigentlich die gefragten Leute, die alles können und nicht die Spezialisten. Ja. Dann sind wir auch schon, wir haben noch ein paar Fragen offen, haben jetzt leider nicht alles geschafft. Super spannende Diskussion gehabt. Ich würde mich mal einem ganz kleinen Recap versuchen. Wir haben viel gelernt über eine Mischung oder die Mischung macht zwar jetzt mal so ein bisschen meine Überschrift. Wir haben über den Trim und NPS gesprochen. Wir haben gelernt, dass bei der Telekom die Netzwerkqualität, die Kundenbeziehungsqualität und die Corporate Responsibility besonders entscheidend sind beim Trim. Wir haben über neue KPIs gesprochen, zum Beispiel Time Spent with the Brand. Wir haben gelernt, dass auch Produkte Devices werden können und eine Hyperpersonalisierung erlauben. Sehr spannendes Thema. Wir haben gelernt, dass Uli einen neuen Kühlschrank braucht. Wir haben gelernt, dass Insights nicht stabil, aber deswegen umso wichtiger sind und ganz, ganz vorne im Consumer Funnel, nämlich schon bei der Entwicklung des Produktes oder der Serviceleistung, eine große Relevanz haben in der Kommunikation. Wir haben viel über Transparenz gesprochen im Unternehmen, Daten, die zugehörig und gegenteilig zugänglich sind. Wir haben viel auch über Verantwortung gesprochen, gerade auf dem Thema Hate Speech, nicht nur auf Marketing-Züge aufspringen, sondern gerade wenn es eine Digitalisierung und damit eine digitale Verantwortung gibt, auch eine gewisse Haltung und eine gewisse Konsequenz zu haben und dass mit Digitalisierung auch Verantwortung gerade bei globalen Trends auf Datenthemen hergeht, war am Ende auch nochmal großer Diskussionspunkt. Also, vielen, vielen Dank, liebe Margret, liebe Mirjam, lieber Uli, für diese spannende Diskussion. Uwe, natürlich auch. Der Uwe, der gehört quasi zu mir. Wichtig war mir erstmal vor allem euch zu danken, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt, mit uns einmal auszubrechen und eben über das Thema Transformation und Massenkommunikation versus Hyperpersonalisierung zu sprechen. Vielen Dank an alle Zuhörer. Auch wenn eben jetzt in den letzten Minuten die ersten abspringen, hatten wir eben, fand ich, eine sehr gute Teilnehmerzahl und ich hoffe, dass das für alle Beteiligten auch eine interessante Diskussion war. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag allen. Danke. Schöne Grüße an alle. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.